Wir haben heute ein Rezept für Pizzamuffins für dich, und zwar Low Carb und ja, sie sind sogar Keto von den Werten her, ohne Weizenmehl und auch ohne Quark im Teig drin. Und falls du neu hier bist, ich bin die Vroni von Salada.de und bei uns hier dreht sich alles um Low Carb, Keto und so weiter. Unsere Pizzamuffins machen wir heute aus 180 Gramm Butter, und ganz wichtig, alle Zutaten sollten zimmerwarm sein, damit du die gut vermischen kannst. Und die Butter schlägst du dann erstmal kurz schaumig und dann gibst du die Eier rein, und zwar 4 Stück. Für jedes Ei ungefähr brauchst du so eine halbe Minute, bis sich das einigermaßen gut verbindet. Dann mischst du auch die Mehle schon zusammen, und zwar 110 Gramm Mandelmehl, 30 Gramm Bambusfasern, 30 Gramm Flohsamenschalen, 3 Gramm Cognacmehl und ungefähr ein halbes Päckchen Trockenhefe. Und das würzt du zusammen mit Salz und Pizzagewürz, da haben wir jetzt das von Just Spices, und mit dem Code justsalada.de bekommst du ab 20 € Bestellwert bei Just Spices ein Gratis-Gewürz dazu. Ja, und dann haben wir das gemischt zusammen mit dann noch ungefähr einem Teelöffel Knoblauchpulver und einem ganzen Päckchen Backpulver. Dann rührst du das Mehl stückchenweise unter und der Teig wird ziemlich fest. Deswegen haben wir jetzt Milch mit dran getan. Das waren so 8 Esslöffel. Du kannst aber auch Wasser nehmen, also je nachdem, was du gerne magst. Und dann haben wir den Teig nochmal gut durchgerührt. Und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wenn dir das Video gefällt und das, was wir hier alles so machen, dass du da unten mal auf das Däumchen drückst, weil Däumchen retten Videos. Wenn es dir jetzt aber nicht gefällt, dann sag uns das mit 2 Däumchen nach unten. Und in den Teig rein kommen nochmal ungefähr 70 Gramm Appenzeller Käse, 70 Gramm Salami, 50 Gramm getrocknete Tomaten und ungefähr eine Handvoll frischem Basilikum. Und das mischst du auch unter den Teig unter. Und der ist ziemlich fest, deswegen habe ich den so bällchenartig da in diese Muffinförmchen reingetan. Und dann feuchtest du deine Finger am besten an und streichst oben die Muffins nochmal glatt. Und dann werden die Muffins dekoriert, und zwar mit Mozzarella, das waren bei uns so ungefähr 70 Gramm in frisch. Und dann kommen noch ein paar Tomatenstückchen mit drauf und ein paar Salamis. Und dann geht's ab in den Backofen bei 170 Grad Heißluft für ca. 25 Minuten. Und da lässt du die backen, bis die eine schöne Farbe haben. Und so sehen unsere Pizzamuffins jetzt aus. Die sind voll lecker und haben sich bei uns so 2-3 Tage lang gehalten. Dann hatten wir sie aufgegessen. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie sich länger halten würden. Wahrscheinlich im Kühlschrank. So eine Woche würde schon funktionieren. Und du kannst halt in den Teig tun, was du möchtest. Also wenn du eine vegetarische Variante haben möchtest, dann lässt du halt die Salami weg. Und du kannst auch noch andere Dinge reintun, was du noch mit reintun würdest. Schreib das mal unten in die Kommentare. Das würde mich nämlich voll interessieren. Und dann können wir das vielleicht auch ausprobieren. Das Rezept findest du wie immer im Blog auf salada.de und den Link dazu unten in der Infobox. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Rezeptwünsche und so weiter gehören natürlich auch in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.